Und der Matrose flext so richtig schön im Hintergrund. Ja, 20er Bizeps hat er am Start. Und damit ein recht herzliches Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Leuchtende Perle. Nachdem wir im letzten Part Herzhofens Arena auseinandergenommen haben, können wir jetzt nun endlich die Attacke Surfer einsetzen. Und finden somit zugleich ein Sonderbonbon. Ja, jetzt ist Spaß beiseite, es geht auf in Richtung Fleetburg. Denn da wartet die nächste Arena. Es geht jetzt hier ratzfatz, Schlag auf Schlag. Und wenn es hier keine interessanten Pokémon gibt, kann ich den Schutz anwerfen. Aber die Hintergrundanimation sieht doch ganz nett aus. Ja, richtig schön gemacht mit Sonnenuntergang. Sehr hübsch. Aber Winkel habe ich schon gefangen, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Mal noch ein Pokémon abchecken. Und dann war es das. Jo, Tentacha, das habe ich noch nicht. Da schmeiße ich doch gleich mal einen Ball. Mal schauen, ob es drinne bleibt. Wäre nicht verkehrt. Kann ich hier Konfus verwirren? Nein, ich werf gleich einen Ball. Ich habe doch hier Flottbälle gekauft. Kann ich doch gleich mal direkt einsetzen. Komm schon, Tentacha. Ja, so habe ich das hier. Ja, gleich drinnen geblieben. Super. Juanita direkt ein Level abbekommen. Gar nichts gemacht. Wassergift. Interessante Typenkombination. Nein, keinen Spitznamen geben. Naja, es wurde mal wieder ins Team aufgenommen. Hallo, Matrose. Ein Mann des Meeres ist auch ein Mann der Pokémon. Ja. Na dann, den Pokémon alle Ehre. Rappo. Rappo kämpft mit Bappo. Nein, Mantyrps. Was habe ich am Start? Traunfugil. Ach ja, von der Arena noch. Könnte ich mal wieder abändern. Gehe ich mal auf Spukball. Hat es erst letztens dazugelernt. Ja, die bangt so richtig, die Attacke. Kann das Mantyrps gar nicht mithalten. Und der Matrose flext so richtig schön im Hintergrund. Ja, 20er Bizeps hat er am Start. Nicht schlecht. Und jetzt Gyarados. Ja, das ist schon eine andere Nummer. Mal schauen, ob der Spukball auch das erledigen kann. Nein, es hält durch. Ja, Unlicht, das ist aber not so good für mich. Aber jetzt ist Geschichte. Jetzt ist aus hier. Aus die Maus mit Gyarados. Traunfugil noch mal Level Up mitgenommen. Ja, nicht verkehrt. Der Rappo ist besiegt. Ankerlichten, Leute. Wir verpissen uns. Ich werde jetzt mal Traunfugel wieder nach hinten packen. Für ja, komm. Juanita ist vom Level her am niedrigsten. Mal schauen. Ich bin gespannt, wann sich das Vieh entwickelt. Was sagst du da? Sie wartet auf der anderen Uferseite. Oh Mann, bin ich ein Depp. Du hast mir echt aus der Patsche geholfen. Hier als Dank schenke ich dir meine Blütensticker. Ja, danke, die brauche ich gar nicht. Ich bleibe also hier und warte ganz entspannt auf meine Freundin, ja? Kannst du machen. Lass es rocken. Der Rhythmus des Kampfes steckt bei mir im Blut. Gitarrist Vitali Klitschko. Mit Luxio ist er am Start. Und ich habe, ja, ich habe Juanita nach vorne getan. Das geht schon. Kann man mal machen. Bedroher, ja, Angriff. Kannst du ruhig senken. Du wirst jetzt gnadenlos untergehen im Flammenrad. Flammenrad finde ich immer noch sehr geil animiert. Ulla, ja, was kommt denn jetzt? Kadabra, ja, das geht auch klar. Kadabra könnte sich auch mal entwickeln. Es ist schon auf Level 40.
Los, zeig mir die Psychokinese. Bam, Luxio down. Hat er noch was zu bieten oder war es das jetzt? Nein, der Vitali ist K.O. Kannst du es hören? Das Klagen meiner Gitarre. Sie jammert nur vor sich hin, weil wir abgekackt haben. Ja, ich höre den Sound, der klingt echt kläglich. Nein, ich möchte die Rinde nicht mit Honig beschmieren. Aber diese Beeren nehme ich ja gerne mit. Mal wieder alles pflücken, was zu holen ist. Giefebeere, ja, die schmeckt am besten. Gibt es hier auf dieser Route neue Pokémon zu sehen oder ist das immer noch das Übliche? Mal schauen, lass mal sehen. Ah, die Weiterentwicklung von Chalelos. Ein Gastrodon. Oder Gastrodon. Habe ich noch gar nicht gefangen? Dann lass mal den Flottball sehen. Vielleicht klappt es ja direkt. Jo, es bleibt drinne. Geile Sache. Direkt nochmal zwei Level-Ups. Kadabra und Empoleon auf 41. Wasserboden. Ja, komm. Gehst auf die Box, mein gutes Viech. Nicht ins Team. Was soll das? Auf die Box. Und hier waren auf der rechten Seite hinter den Bäumen noch ein paar Angler. Da muss ich mich nochmal auf Speedy-Fass werfen. Und hier geht's weiter, ja. Ja, ja, du brauchst gar nicht zu fragen. Das beißen keine an. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. In der zweiten Folge dieses Let's Plays habe ich ja auch schon versucht zu angeln. Da beißt absolut nix. Ja, du hast Carpador. Das ist echt das VIP-Pokémon. Das VIP-Pokémon schlechthin. Ja, mit Feuer bin ich da jetzt nicht so gut dabei. Vielleicht reicht Stampfer. Ja, das ist okay. Den Schaden, den nehme ich doch gerne. Gibt fett Erfahrungspunkte. Ja, Gyarados, das ist jetzt schon wieder ein bisschen schlecht. Da weiß ich nicht, ob der Stampfer reicht. Ich kann es mal ausprobieren. Eieiei, das geht nicht. Zum Glück keine Wasserattacke. Da werde ich jetzt mal schleunigst auswechseln auf mein Pachirisu. Das wird das Gyarados auseinandernehmen, als wäre es ein Flunder. Na, Pachirisu, du schaffst das schon. Eiszahn. Eiszahn. Ladungsstoß, ja genau, die haben wir noch gar nicht gesehen. Auch neu dazugekommen. Sieht auch heftig aus. Bangt auch richtig. Gyarados weggeklatscht. Sehr geil. Sehr schön gemacht. Also manche Attacken sind hier echt nice animiert. Und manche echt voll lahm. Ja, aber wie das nur so ist, kann ja nicht alles tippitoppi sein. So ist das überall. Leben ist hart. Na, da zappeln die Fische nur so vor Elektrizität. Muschelglocke füllt die KP wieder auf. Und was hat noch ein Carpador? Mensch. Du hast ja volle Auswahl. Wenn das wenigstens alles Gyarados wären. Ist doch nicht schwer. Die hätten sich schon lange entwickelt. Ich weiß nicht, was der Angler für eine Taktik verfolgt. Wie sollen wir noch mehr Platscher erlernen? Und noch eins. Jawohl. Das läuft hier. Na komm, pack noch einen Ladungsstoß aus. Dann ist ja Schicht im Schacht. Da ist der Ofen aus. Das war sogar ein Volltreffer. Den hätte ich gar nicht gebraucht. Tentara, ja, du gehst jetzt mal auf die Box.
Es versucht Bürde, eine Geistattacke zu erlernen. Ja, Superschall, Aquawelle, Kreideschrei, Blubstrahl. Ja, komm, Aquawelle weg. Bürde, eine Geistattacke ist auch. Auch selten, noch nicht gesehen. Ja. Yeah. Wasser-Pokémon mit Geistattacke am Start. Da bleiben dem Angler glatt die Worte weg, so wie ich den vermöbelt hab. Gleich mal hier, jetzt. Das Tentacher. Auf die Box. Angeln an der frischen Luft ist auch was Feines, ja? Das Schreien hilft mir zwar nicht, aber ich kann nicht anders. Ich hab mein Gebiss verloren, Junge. Samuel ist am Start. Auch mit Gyarados. Hab ich jetzt Pachirin? Nein, ich habe immer noch Feuer. Ja, ja, Ponita ist noch in der Pole Position. Das ist schlecht. Muss ich jetzt wieder nach hinten packen. Dafür ist der Bedroher neutralisiert. Ja, da trifft er nicht auf Pachirisu zu. Das ist schon mal was Feines. Regentanz, ja, du willst deine Wasserattacken pushen. Das wird dir nicht gelingen. Ein Ladungsstoß, bist du doch weg vom Fenster. Genau, ich sag's doch. Hast du jetzt noch ein Gyarados oder was anderes Feines? Was hast du für mich? Hast du Fisch oder Fleisch? Ein Fisch, ein fliegender Fisch. Ja, komm. Ist doch jetzt hier keine Herausforderung mehr auf Level 29. 29, ich bin über 10 Level drüber. Ich verstehe es einfach nicht, warum. In der letzten Arena war die Arena-Leiterin hat ihre Pokémon alle über Level 30 gehabt. Und jetzt auf einmal, danach sind sie wieder niedriger. Versteht kein Schwein. Glas Honig, jo, gib her damit. Nochmal Bidi Fass. Klingt wie ein Hund. Los, Bidi Fass! Das war auch schon die Route. Noch das vierte Häuschen. Was ist denn da? Hey Merlin, wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, jetzt sag bloß, du weißt nicht mehr, wer ich bin. Ich bin der Professor Ibis Assistent und außerdem der Vater von Lucius. Der Professor hat mich gebeten, deinen Pokédex aufzurüsten. Also, ich bin mit meiner Intuition gefolgt und habe einfach hier auf dich gewartet. Ich stehe zwar schon 3 Tage, aber macht ja nichts. Gib mir mal bitte kurz deinen Pokédex, ja? Mal sehen. Hier war das doch gleich. Scheiße, ich hab's vergessen. Die neue Software muss, hier installiert werden, oder? Klick, klick. Nanu, dein Pokédex ist ja schon auf dem neuesten Stand. Schließlich verfügt er bereits über eine neue Funktion, mit der du dir männliche und weibliche Versionen von Pokémon ansehen kannst. Das gab's früher nicht, da staunst du, was? Jetzt will ich dich aber nicht weiter stören. Schließlich musst du dem Professor helfen. Auf geht's, los! Und Team Galactic solltest du im Auge behalten. Letztendlich ist sicher alles halb so wild, aber man weiß ja nie. So, nun muss ich aber bald los. Bis dann und ciao. Da vorne haben wir noch einen Officer stehen. Mensch, ich hab vielleicht einen Durst, Junge. Ja, wie wär's mit, wenn du was trinken gehst? Und der Assistent hat uns den Pokédex aufgerüstet. Ja, man könnte jetzt weibliche und männliche Formen betrachten. Weiß gar nicht, wie das bei den Chalelos ist, ob die einzelnen Pokédex angezeigt werden. Oder beide auf einem Slot. Ja, wo ist es denn? War das hier? Schilderus, nein. Wo ist es denn das Chalelos hier? Chalelos. Ah ja, man kann hin und her switchen. Ja, beide Formen. Sehr schön. Wer es braucht. Willkommen in Fleetburg, die Stadt, die sich im Wasser spiegelt. Ja, wir sind an der Küste angelangt.
spürt ihr die steife Meerbrise. Punita blickt starr in die Ferne. In Fleetburg soll es einen alten Mann geben, dessen Vergesslichkeit ansteckend ist. Er kann sogar Pokémon-Attacken vergessen lassen. Oh, der Attackenverlerner. Nanu, was ist passiert? Deine Kleidung sieht da nass aus. Hast du dir eingeschifft oder was? Oder warst du am Strand von San Galme schwimmen? Nein, ich war nicht schwimmen. Irgendwo jenseits des Meeres gibt es andere Länder, in denen ebenfalls Pokémon mit ihren Trainern leben. Ist das nicht aufregend? Oh ja, allerdings. Hallo Trainer, schau mal, was ich hier zwischen einer Ladung ausländischen Frachtguts gefunden habe. Ich brauch's nicht, du kannst es deswegen haben. Die TM 48 ist das nämlich. Und die TM 48 beinhaltet Fähigkeitstausch. Wie du diese Attacke einsetzt, sagt einiges darüber aus, was du als Trainer so drauf hast. Naja, Fähigkeitstausch. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das Supermarkt. Gut, ich muss mich jetzt nicht neu eindecken. Ich bin noch gut beieinander. Noch mit den Leuten schnell quatschen. Der Wiederball erleichtert den Empfang jener Pokémon-Arten, von denen man bereits ein Exemplar gefangen hat. Ich frage mich, was ich alles für einen Ausflug zur Eiseninsel brauche. Ich schreibe mir am besten eine To-Do-List. Wer wohnt hier drinnen? Der Captain? Nein, der Opa. Also, wer bin ich noch gleich? Oh ja, jetzt weiß ich's wieder. Ich bin der Attackenverlerner. Soll ich dafür sorgen, dass eines deiner Pokémon eine Attacke vergisst? Nein, jetzt nicht. Dann komm wieder, wenn es eine Attacke gibt, die vergessen werden soll, ja. Vielen Dank, das merke ich mir. Hier wohnt der Attackenverlerner. Willkommen in Fleetburg, die Stadt am Kanal. Früher wurden von diesem Hafen Güter in alle Welt verschifft. Doch heute sind wir einfach nur arm dran. Heilen könnte ich auch mal hier bei der wunderhübschen Schwester Joy. Ja, nimm meine Pokémon ruhig mal in Obhut. Du machst das doch fein. Dankeschön. Alles wieder fit im Schritt. Ich kann die VM-Attacke Stärke erst dann mit meinem Pocket einsetzen, wenn ich Arenaleiter Adam besiegt habe. Der Adam, ist das hier der Arenaleiter von Fleetburg? Fleetburg. Pokémon derselben Art können manchmal über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Vielleicht sollte ich gleich 100 derselben Sorte fangen. Um jede Fähigkeit mitzunehmen. Kannst du machen, ja. Es gibt Pokémon, die verschiedene Fähigkeiten haben können. Genauso wie Wesen. Es gibt ja die unterschiedlichsten Wesen. Die alle beeinflussen unterschiedlich die Stats der Pokémon, ja. Oh, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Mal die restliche Stadt erkunden. Ja, mit dir hatte ich schon. Ja, hier oben sitzt noch eine nette Göre. Mein Anton ist wirklich außergewöhnlich begabt. Es kann mit Seher die Zukunft vorhersagen. Ja, das kann nicht jeder. Ah, hier wohnt auch noch jemand. Fliegender Sinnoh. Der Text ist verwittert und unlesbar. Wie schade. Die Tür ist verschlossen. Kann man nichts machen. Ups, Merlin, hey! Willst du etwa den hiesigen Arenaleiter herausfordern? Na dann, aber jetzt beeil dich mal. Ich prüfe aber nochmal, ob du bereit bist. Der Dirk und sein Zwang zu Pokémon kämpfen. Ja. Er kackt doch wieder ab. Wenigstens hat er schon mal einen Staravia. Im letzten Mal hat er noch einen Staralili gehabt. Ja, das kennt ich doch mit Feuerregeln. Mal das Level anschauen. Zeig mal her, Dirk. 32, ja, das ist schon was anderes. Blinkklaue hast du, du Sau. Flücker. Ja, das. Boah, das hat schon ganz ordentlich Schaden gemacht. Ja, gut. Noch ein Flammenrad, dann ist das. Warum rufst du dein Pokémon zurück? Was hat das für Ponita. Genau, Feuer auf Feuer, du Schlaufuchs. Feuerfänger, Alter.
Dann gehe ich mal auf mein Empoleon. Starter-Pokémon, ja. Das Wasser wird ja schon den Chaos machen. Oder was hast du in petto? Stampfer. Ja, das macht mir gar nichts. Hast du doch gesehen. Und jetzt kommt die ultimative Wasserdüse. Weicht das schon? Ja, Ponyta down. Ponyta ist down. Pokémon Nummer 1 besiegt. Da bleiben noch... Wie viel hat er? 4 jetzt noch? Scaraborn. Nett. Der Typ hat Glück am Baum gehabt. Das kann man, glaube ich, von den Honigbäumen bekommen. Was macht Charme nochmal? Reduziert den Angriffswert, naja. Lake oder Metallklaue? Ja, ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, was effektiv ist. Es geht so. Es geht so. Aber das geht gar nicht. Muss ich vielleicht doch mal wechseln auf... Doch nochmal auf Feuer. Sonst haut er mich hier K.O. Das wollen wir doch nicht. Das wollen wir doch nicht. Ja, das macht aber auch ganz gut Schaden. Ja, hoffentlich greife ich zuerst an. Jawohl, komm jetzt, der verbrennt das Scheißvieh. Ja, Scaraborn besiegt. Nummer 2 besiegt. Jetzt kommt was? Barmelin, ja was? Meine Güte, jetzt muss ich wieder wechseln. Pachirisu, it's your turn. Das schaffst du, los. Was hast du, Lake? Ja, das macht jetzt nicht so viel. Zumindest nicht gegen mein Elektro-Pokémon. Zeig mir den ultimativen Ladungsstoß. Barmelin down. Dirk, hast du auch was Spannendes? Oder nur Müll? Staravia. Genau, jetzt kommt Kanonenfutter für Pachirisu. Ja, da kann ich bei Ladungsstoß bleiben. Das läuft ja wie am Schnürchen. Und das letzte Pokémon müsste ja dann sein Starter sein. Was ist das noch gleich? Das Shelteran oder wie das? Du hast, glaube ich, Pflanze genommen, ne? Wir haben uns schon aus schwierigeren Situationen befreit, ja? Shakereien hat er, genau. Noch nicht die Endentwicklung. Ja, der Dirk zögert doch gerne Entwicklungen hinaus. Gut. Gut, gut, gut. Gut, Ponyta ist schon ganz schön geschwächt. Was nehme ich denn da? Ich werde mit Traunfugil, ja. Traunfugil nehme ich. Erstmal ein bisschen Konfusstrahl. Dass das Shakereien ein bisschen konfus im Kopf wird. Genau, Egelsam. Du bist ja eklig drauf. Bringt dir auch nichts, du hast noch volle KP. Jetzt erstmal Konfusstrahl. Und dann gehe ich, denke ich, auf Spukball. Wird's Beste sein mit Typenbonus. Komm, verletz dich selbst. Ah, so habe ich das gern. Egelsam, er füllt ja wieder ein bisschen was auf. Na gut, ich hätte es vorhin noch mit Pachirisu paralysieren können. Das wäre was gewesen, habe ich jetzt aber nicht dran gedacht. Zeig mal ja, was der Spukball so drauf hat. Ja, ist doch okay. Oh, Biss. Du bist doch ein Rindvieh. Warum könnt ihr alle Unlicht? Das geht doch mal gar nicht klar. Aber jetzt müsste ich dich doch besiegen können. Oh, du hast ja ganz schön wieder was aufgefrasht, hä? Komm jetzt, Volltreffer. Zeig's mir, los. Ja. Was? Es hat überlebt. Ein KP? Das ist aber nicht nett.
Es ist noch nicht zu Ende. Weder ich noch meine Pokémon sind am Ende. Komprende. Los, komm jetzt, Psystrahl, mach dem Ding den Gar aus. Weggebang, das Vieh. Schilkereien down. Und jetzt war's das doch. Müsste es zumindest gewesen sein. Ja, genau. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Du glaubst es doch wohl selber nicht. Meinetwegen, da bist du eben ein kleines bisschen besser als ich. Wie üblich, na und? Aber hör mal, einmal darfst du raten, wer die Pokémon-Liga meistern und sich selbst zum Champ krönen wird. Ganz genau, nämlich ich. Ich bin der Oberkrösus, aber egal. Du scheinst den Arena leider zu meistern. Also, wieso bist du überhaupt noch hier? Los jetzt, geh an den Start. Warum rennt der Dirk zurück? Wo will er denn hin? Hier ist die Bibliothek von Fledburg. Können wir mal schnell reinschauen. Oh, die hat wieder viele Etagen, so sieht's aus. Hallo, schönen guten Tag. Dies ist die Bibliothek von Fledburg, aber sei bitte leise, damit du die anderen Leser nicht störst. Hatschi! Alter, halt's Maul! Bitte stör mich nicht, du siehst doch, dass ich hier lese. Ja, die Leser hier, die Leserschaft wollen wir natürlich selbstverständlich nicht stören. Bei den Büchern in der zweiten Etage handelt es sich eher um einfache Kost. Dafür sind die Bücher derart... Die Bücher hier sind dafür derart kompliziert geschrieben, dass ich nur Bahnhof verstehe. Na, was hier, Timmy? Mach nichts, bist du noch klein. Immer wenn ich hier ein Buch lesen will, hat sie sich immer anders bereits ausgeliehen. So eine Scheiße aber auch. Und sonst ist hier nichts los. Oh, hier noch jemand. In jedem Buch stecken die Erinnerungen an bestimmte Orte oder bestimmte Zeiten, die dem Verfasser lieb und teuer waren. Bibliotheken sind somit nicht einfach nur Gebäude, in denen Bücher aufbewahrt werden. In ihnen treffen unterschiedliche Orten und Zeiten aufeinander. Ja, das ist schon was. Ist schon was Magisches, ja. So, gibt schon geile Bücher, spannende Geschichten zu lesen. Finde ich auch immer wieder nett. Und wie steht ihr dazu? Lest ihr auch gerne spannende Geschichten? Ich gehe jetzt in die Bibliothek, denn ich liebe Bücher über alles. Wenn ich lese, entführen mich Bücher in die fremde Länder und Zeiten. Die Arena hebe ich mir für den Schluss auf. Hier wohnt, hier steht noch ein Opa am Kai. Der Arena-Leiter und die Trainer dieser Arena gehen auf zur Eiseninsel. Ja, das sind hammerharte Trainer. Dort trainieren sie nicht nur ihre Pokémon, sondern auch sich selbst. Sie sind stahlhart, Mann. Oh, und wen haben wir hier noch? Niemand! Aus. Alle ausgeflogen. Dann nicht. Hier noch ein Häuschen. Meine glänzende Intuition sagt mir, dass es in dieser Stadt einen versteckten Weg gibt. Und an dessen Ende befindet sich ein Schatz. Top von Fledburg. Ja, guten Tag. Möchtest du einen See stechen? Nein, später erst zur Eiseninsel. Haus von Seemann Eldrich. Was hast du gesagt? Hier gibt es einen versteckten Weg. Ja, wo denn? Um hierher zu kommen bestimmt, hä? Wie kommt man denn dahin? Ja, wie kommt man denn dahin? Vielleicht mit Surfer? Genau. Ein Wingull. Ja, habe ich doch schon. Brauche ich jetzt nicht. Gehe ich auf Flucht. Mal schauen, was es hier unten zu holen gibt. Hoffe doch, es lohnt sich. Und wenn es jetzt ein Pokéball oder sowas ist, ja. Ein Tee im Kehrtwind. Ja, die ist doch ganz nett. Die ist ganz gut. Gut, dann haben wir doch jetzt alles erledigt. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal heilen und dann geht's ab in die Pokémon-Arena. Ja, das Center, Pokémon-Center ist natürlich auf der anderen Seite. Hier.
Schwester Joy, ich muss noch einmal Ihre Dienste in Anspruch nehmen. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Ja, mach mich fit für Adam. Genau, vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder. So, die Arena steht als nächstes an, aber das sehen wir im nächsten Part. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss.